Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Was ist denn da los? Fängt der junge Zocker wieder an mit Ghost? Nein, nein, will ich jetzt gleich mal sagen. Nein, werde ich nicht machen. Hört mir mal bitte zu. Ich will jetzt hier etwas loswerden, was mir frei von der Leber liegt. Auf der Leber liegt. Lange Zeit habe ich mich irgendwie... Nein, ich habe mal einen großen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und ich habe lange überlegt, soll ich diesen Mut zusammenfassen in einem Let's Play wie dieses, was ich jetzt hier vorhabe. Ihr fragt euch bestimmt, was möchte ich von euch? Nun ja, ich will die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über Ghost, die Wahrheit über YouTube und ja. Call of Duty war nie meins. Es war nie wirklich meins. Ganz ehrlich, ich habe Call of Duty Ghost nur aus einem ganz einfachen Grund gekauft. Weil es jeder hat, ganz ehrlich, das ist der einzige Grund. Weil Commander Krieger es let's playt. Weil die anderen es let's playen. Und weil die es let's playen. Und weil die es let's playen. Und was machst du denn da, Digga? Genau, wegen dem habe ich es mir gekauft. Und das ist auch der einzige Grund. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich da eigentlich Let's Plays gemacht habe. Let's Plays mache ich eigentlich nur, wenn mir ein Spiel saumäßig gefällt. Das ist in dem Fall GTA 5. Absolut. GTA 4. Absolut. Und, ja, Black Ops Herrschaftsmodus. Das war auch noch geil. Aber Call of Duty hat mir bisher nie so richtig gefallen. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt auch diesem Grund auch infiziert. Ich habe auch immer schon gesagt, das ist der einzigste Modus, wo ich Spaß verspüre. Aber mehr eigentlich auch nicht. Es ist für mich ein Unterhaltungsspiel. Dieser infizierte Modus. Mehr nicht. Ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt dieses Spiel ausmache, dass... Jo, ich habe Spaß gehabt. Das kann ich jetzt... ich habe jetzt wirklich 100% Spaß gehabt. So richtig... Ach, war geil. Das kann ich so nicht sagen. Ganz ehrlich. Das ist anders, wenn ich jetzt ein GTA 5 spiele oder so. Dann kommen da andere Emotionen rüber. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und ich habe mich von den anderen YouTubern wahrscheinlich anstecken lassen. Und ich habe wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht. Natürlich habe ich es Let's geplayt. Weil ich dachte, die Community will es sehen. Und die Community wollte es sehen. Und ja, es fällt mir einfach richtig schwer, jetzt darüber zu reden. Ich sag's jetzt einfach so, dass es halt auch da draußen YouTuber gibt, die Call of Duty immer noch let's playen, obwohl es ihnen keinen richtigen Spaß machen. Ich meine, warum spielt man und let's playt nicht das Spiel, was einen wirklich zu 100% Spaß macht? Wo man Freude daran hat, wo man einfach Bock drauf hat. Ich sag's euch, ich kenne ein paar YouTuber, die zocken dieses Call of Duty nur aus einem ganz einfachen Grund, weil sie Klicks wollen, weil sie Abonnenten wollen, weil sie berühmt werden wollen und da bringen sie nur noch dieses Call of Duty. Ne, die machen da ihre Videos, super Troll, hier dieses super geile Video und bla 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 und obwohl die keinen Spaß an diesem Spiel haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die jetzt plötzlich ein League of Legends bringen würden oder ein World of Warcraft Let's Play. Meine Fresse, wer guckt sich das heute noch an? Das sind vielleicht ein paar Hunderte. Da werden aus den paar Hundert 1000 Likes ein paar 1000 Likes. Gut, das ist... So verstehe ich das jetzt. Also, so meine ich das jetzt. Also, versteht mich bitte jetzt nicht falsch hier. Ich will jetzt nicht die ganze COD-Branche niedermachen. COD ist ein geiles Spiel. Der Singleplayer ist fuck you geil, Alter. Oh, bei mir ist er geil. Und der Infiziert-Modus ist ebenfalls geil. Aber trotzdem sehe ich den Sinn des Spieles einfach nicht mehr. Nimmst du auf? Ja? Ah ja, das war ja diese alte Ding. GTA Online. Kommst du? 20.26 Uhr, das war schon. Genau. Ja, Leute. Das halte ich von Call of Duty. Und, ich hoffe... Jetzt versteht ihr mich ein bisschen. Ich meine, ich könnte jetzt auch hier reingehen. Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom. Ghost ist angesagt, ja. Abonniert mich, liked mich, bla bla bla.
Habt ihr das schon mal bei mir gesehen, dass ich irgendwo geschrieben habe, abonnieren, liken, mehr, bla bla bla. Das habt ihr bei mir nie noch gesehen. Und das werde ich auch nicht machen, Leute. Und ich sage euch jetzt mal eine Zahl. 1200 Euro. 1200 Euro hat euer YouTube Gamescom oder hätte schon eingenommen, wenn er Werbung freigeschaltet hätte auf YouTube. Und diese 1200 Euro, die habe ich verzichtet. Wegen euch. Und jetzt sollte dem einen oder anderen ein bisschen was klar werden. Ich danke euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich danke euch fürs Zugucken. Und ich danke euch, dass ihr so fair seid. Ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Auf jeden Fall.